Dänemarks Landschaftsformen machen zahlreiche Fähren notwendig. Eine der schönsten Fährverbindungen ist diejenige von Fynshav nach Bøjden, die die Inseln Alsen und Fünen verbindet. Die Reise von Norddeutschland in Richtung Kopenhagen wird mit dieser Fähre sehr viel angenehmer. Auf der Strecke Fynshav-Bøjden wird seit einiger Zeit ein neues Fährschiff eingesetzt. Oben rechts in der Ecke ist unser Video mit dem alten Fährschiff abrufbar, das wir vor vielen Jahren aufgenommen haben. So ruhig wie hier ging es mit der alten Fähre selten zu. Selten war das Autodeck so leer wie an unserem Reisetag. Wir können uns noch erinnern, wie die Besatzung oft ihr Letztes geben musste, um noch ein paar Autos mehr in das Autodeck zu quetschen. Und trotzdem blieben manchmal Fahrzeuge zurück und mussten dann 2 Stunden auf die nächste Fähre warten. Nicht nur bietet die Fährverbindung eine angenehme Fahrtunterbrechung und die Möglichkeit zu einer Kaffeepause an Bord, sondern der Blick über die dänische Südsee mit Inseln wie Ærø und den anderen kleinen Inseln ist inbegriffen.
Als sich die Klappe des Autodecks öffnet, sehen wir eine der alten Fähren. Meines Wissens verkehrte diese jedoch nicht auf der Strecke Fynshav-Bøjden, sondern irgendwo anders zwischen den kleinen Inseln, wahrscheinlich von Vorburg aus. Keine Sorge, der Mann in der Mitte steht nicht dort, um zuzuschlagen, sondern wird nur das Netz aufmachen und die Karte fürs Autodeck klar machen. Fußgänger zuerst, dann hier. Und wir setzen unsere Fahrt auf der dänischen Reichsstraße Nummer 8 in Richtung Sturbelsbro fort.